So, und jetzt? Komm mal da durch. Schau mal. Kurz vor Augsburg ist einiges los an Tieren. Hui, jetzt geht's los. Ich glaube, wenn es so schön ist wie hier, muss man einfach Pause machen. Ich hätte schon noch weiterfahren können ohne Pause, aber... ja, man muss die Gelegenheit nutzen, wenn sie kommen. Das ist mein Fahrrad und da setze ich mich jetzt hin. So, guten Morgen. Es ist 6.30 Uhr. Und Tag 2 von meiner Tour. Gestern bin ich losgefahren, also Samstag. Und habe erstmal nicht viel über die Arbeit gedacht, sondern wollte am ersten Tag einfach mal ordentlich Strecke machen. Und das habe ich geschafft. Ich habe gestern 120 Kilometer gemacht. Von München über Augsburg bis kurz vor Günzburg. Ich bin jetzt am Campingplatz Silbersee, ist super schön hier. Zeltplatz ist direkt am See. War gestern Abend noch Pizza essen. Und heute geht es weiter Richtung Ulm. Also ich werde heute zum Donauradweg fahren, weil ich dachte mir, da ist es wahrscheinlich schön zum Fahren und auch schön flach, weil das letzte Mal, als ich nach Konstanz gefahren bin, wo jetzt mein erstes Etappenziel ist, bin ich durchs Allgäu gefahren und das Allgäu ist schon heftig bergig. Deswegen fahre ich diesmal außen rum und dafür ein bisschen mehr Distanz. Im Moment regnet es gerade noch, aber die Wetterkarte sagt, dass es bald aufhören soll. Und ja, ich packe jetzt dann zusammen und dann geht's wieder weiter. Ich freue mich und hoffe, dass es aufhört zu regnen und dass ich wieder einen schönen Fahrradtag habe. Gestern war es einfach den ganzen Tag super sonnig und super schön. Genau. Und vielleicht erzähle ich auch bald mal wieder was über Wissenschaft, aber heute erstmal nur Fahrrad fahren. Ich bin an der Donau. So, Tag 2 geht zu Ende. Heute bin ich nicht ganz so weit gekommen wie gestern, aber ich habe einen netten Zeltplatz gefunden und jetzt regnet es in Strömen. Man hört es wahrscheinlich auch sehr laut. Und ja, unterwegs habe ich angefangen, ein neues Hörbuch zu hören. Das heißt How to Tame a Fox. Und ich dachte, es ist sowas wie ein Märchen über Wissenschaft, aber stellt sich raus, glaube ich, dass es eine wahre Geschichte ist von zwei Leuten, die ja
Füchse so gezüchtet haben, dass sie fast so sind wie Hunde. Und ich glaube, es wird ein ganz spannendes Hörbuch. Vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. ja, ich bin drauf gekommen, weil ich in letzter Zeit ein bisschen zu Wissenschaftsphilosophie gesucht habe und auch gerne Hörbücher dazu hören wollte. Und das ist eins der Bücher, das da aufgepoppt ist. Also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen um Wissenschaftsphilosophie auch gehen. Ich bin ganz gespannt und ich werde berichten, was ich lerne in diesem Hörbuch. Genau, das ist heute meine Abendbeschäftigung, soweit ich genug verstehen kann, wenn es nicht zu laut regnet. Ansonsten lese ich vielleicht sowas. Mal sehen. Ja, Ende des Tages. Gute Nacht.